Hallo, hier spricht der Felix Auberg. Ich bin hier im Trainingslager in der Sierra Nevada und wir haben die ersten 1,5 Wochen hinter uns. Und ja, wir haben noch 1,5 Wochen vor uns. Es ist jetzt Sonntagabend, ich gehe jetzt gleich schlafen, es ist 22 Uhr. Und mein Plan ist es, euch morgen für einen ganzen Tag mitzunehmen. Wann ich aufstehe, meine Trainings, was ich dazwischen mache. Und ja, ich freue mich besonders darauf, euch morgen einmal mitnehmen zu dürfen. Aber jetzt heißt es erstmal gute Nacht. So, ich bin jetzt mit meiner ersten Einheit hier fertig. Wir sind heute Morgen 8 Kilometer geschwommen. Die anderen haben noch ein paar Kilometer vor sich, die Open Water Schwimmer, die schwimmen heute noch 10. Ja, relativ entspannt diese erste Einheit. Die Serie waren ein paar 800er und ja, die erste Einheit ist immer da, dass wir so uns in die Woche finden und den Rest der Woche dann wirklich vorbereiten, dass der dann auch erfolgreich wird. So, das ist jetzt Samstagnachmittag. Wir sind jetzt mit dieser Woche mit dem Training fertig geworden. Und jetzt machen wir einen Ausflug auf den Gipfel. Aber zuerst müssen wir runter ins Tal und dann geht es wieder hoch mit der Seilbahn ganz auf den Berg. Und ich melde mich dann, wenn ich oben bin, hoffentlich mit einer guten Aussicht. So, wir sind jetzt auf der ersten Station angekommen. Es gibt noch einen Lift weiter rauf. Den werden wir wahrscheinlich jetzt aber nicht mehr machen, weil die Schlange so lang ist und wir natürlich auch nicht das Gefahr mit Covid in Kauf nehmen wollen. Deswegen werden wir jetzt mal hier die Aussicht genießen und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich melde mich dann wieder bei euch. So, wir sind jetzt am höchsten Punkt angekommen, wo wir mit ohne Ski hin durften. Wir wären gerne noch weiter hochgegangen, aber da haben sie uns dann gesagt, weil wir keine Ski mit haben, dürfen wir leider nicht weiter mit. Das heißt, das ist der höchste Punkt, an dem wir sein dürfen. Genießt diese tolle Aussicht.